Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute in der Ausgabe aus der Lounge in Helsinki. Das ist die Schengen Lounge von Finnair. Nachdem ich ein Glas Cola hatte und ich weiß nicht, Reis oder sowas, habe ich gedacht, ich mache mal heute eure Vielflieger-News, damit ihr auch up-to-date bleibt. 19 Uhr, ich werde wahrscheinlich um 19 Uhr deutscher Zeit nicht in der Lage sein, das live zu machen. Die Themen heute: Lufthansa A350 verspätet sich. Bin auch ganz gespannt übrigens, wie der Ton ist. Dann geht es weiter. Viruskontrollen auch in Deutschland, das ist doch etwas, was positiv ist. Dann Toulouse. Wir haben in Toulouse ein 380er Hotelprojekt, was leider beerdigt wird. Und dann gibt es wieder Lufthansa First Class Deals aus Kairo. Kairo ist immer ein guter Abflug nach Nordamerika. Und da geht das zum Beispiel nach Los Angeles 3200 Euro. Ihr wisst ja an dieser Stelle, wie immer, denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, aber auch zu kommentieren. Und ganz, ganz wichtig, denkt an eine Kanalmitgliedschaft. Das erste Thema heute ist Lufthansa Airbus A350 First Class verspätet sich. Daran merkt ihr auch ganz, dass man da die 340-600er ja wieder zurückbringt. Warum? Weil man die 350er nicht kriegt. Die 350er verspäten sich bei der Lufthansa auf das Ende des Jahres 2024 und deshalb holt man halt die 5 zusätzlichen Maschinen zurück. Es kommen eventuell ja noch mehr. Man möchte ja auch den 380er mit der First Class ab München haben. Und jetzt ist es so, dass der Liefertermin einfach nicht gehalten werden kann, weil man Probleme hat mit den Teilen. Und das ist leider nicht spezifiziert worden, welche Teile da Probleme machen. Aber man kann eigentlich davon ausgehen, dass alle Teile Probleme machen, mehr oder weniger, die nicht direkt bei Airbus gefertigt werden, sondern irgendwo im Ausland. Heißt also, dass die ersten neuen Airbus A350, wenn sie in München eintreffen, mit der First Class kommen, 10 Stück sind es. Und statt im Juli 2023, erst Ende des Jahres 23. Also habe ich 24 gesagt? Nee, 23 ist es. Also nicht ganz so schlimm. Es ist halt natürlich ein Problem mit Personalmangel bei den Lieferanten. Also das hat gar nichts. Und worauf wir uns natürlich freuen, ist auf Allegris die Hautcreme. Ganz genau. Das heißt also, die neue First Class, die dort eingebaut werden soll, mit deckenhohen Wänden, so wie wir es von Emirates kennen. Zudem gibt es natürlich eigene Garderobe, Esstisch, gibt den Ottoman mit dem zweiten Platz, aber auch endlich mal Bildschirme, die sich über die ganze Breite dort erstrecken. Was sich auch erstreckt auf Deutschland ist jetzt, nachdem die EU gesagt hat, war es gestern Abend oder heute Morgen, ich weiß nicht mehr ganz genau, die haben empfohlen, dass wir das auch machen, europaweit. Und es macht natürlich Sinn, dass man bei Kontrollen für Covid aus China das natürlich macht. Ich habe da kein Problem mit, dass man PCR-Tests macht. Warum? Weil wenn wir nach China fliegen, ist das ja genauso. Wir müssen ja auch PCR-Tests machen. Und jetzt ist es halt so, dass man für die Einreisenden aus China eine Testpflicht einführt. Absolut normal, absolut problemlos. Und die Gesundheitsexperten der 27 EU-Staaten hatten sich am Mittwochabend zwar nicht auf eine Testpflicht verständigen können, aber diese nachdrücklich empfohlen. So mache ich das ja auch immer. Ich kann mich nicht festlegen, wo ich Meilen sammle, aber ich empfehle euch Meilen zu sammeln. Ist natürlich Quatsch, man soll dort Meilen sammeln, wo man am meisten mitfliegt. Aber hier, ihr merkt ja, wie das ist, wenn 27 Länder da unterwegs sind, dann ist das halt immer sehr schwierig, dass man dort einen gemeinsamen Nenner findet. Unser lustiger Karl sagt, es ist eine gute Entscheidung. Er redet dann von einer gemeinsamen Antwort auf die Pandemielage. Gut, wenn man eine Empfehlung schon als eine gemeinsame Leistung empfindet, bitte gerne. Aber wie gesagt, andere Länder haben es auch gemacht, deshalb denke ich mal, dass viele nachziehen werden. Einziges Dilemma ist, dass die Flughäfen natürlich dort auf Vorgaben warten, weil es halt im Moment auch keine konkreten Vorschriften gibt. Es gibt halt einfach nur so die Empfehlung. Und der Flughafenverband ADV begrüßt am Donnerstag, dass die Passagiere bereits vor Abflug getestet werden. Also das heißt, man wird nicht getestet, wenn man ankommt. Und nachdem man ja in China 3 Jahre Lockdown durchexerziert hatte und da jetzt nicht wirklich mit Erfolg hatte, denke ich mal, dass das eine gute Sache ist, dass man China auch wirklich wieder aufmacht. Nochmal der Hinweis, es wird wahrscheinlich keine Probleme bei uns haben. Warum? Ganz einfach, weil die meisten Varianten, die in China kreisen, sind bei uns auch. Von neuen Varianten ist da ja kein Wort. Also die Österreicher kontrollieren ja das Abwasser, also insofern sind wir da auf der sicheren Seite. Da sollten wir wissen, wenn da was anderes kommt.
Es kommt auch beim 380er anders, als man denkt. Ich hatte mich ja lustig gemacht darüber, dass die 380er alle irgendwie Hotels werden. Dem ist jetzt irgendwie nicht so, weil das Projekt das Einzige, was wirklich konkret war, in Toulouse das Hotel zu machen. Und es hatte auch einen wunderbaren Namen, Evergür. Ich bin kein Franzose, deshalb kann ich euch das nicht sagen. Ich weiß nur Müller-Mehr. Aber ernsthaft, bevor wir jetzt wieder hier auf irgendeine Problemgeschichte kommen, weil ich mich lustig mache über die Franzosen, ist so, dass Frédéric Deleuze an diesem Projekt 1,5 Jahre gearbeitet hat, dass man einen 380er zu einem Hotel umbaut. Interessant war es wirklich, dass man auf dem Grundstück, was bis zu 8000 Quadratmeter groß ist, am Flughafen Toulouse, mit einer 5 bis 10 Millionen, ihr merkt, das ist alles Brandbreiten, Investitionen dort ein Hotel machen sollte. Da sollte es so sein, dass die Standardzimmer 16 Quadratmeter groß werden und für 2 Personen gemacht sind. Die Familienzimmer für 3 bis 4 Personen sollten 23 Quadratmeter messen und es sollte 2 Suiten geben. Die eine im Cockpit vorne und die andere hinten über 2 Etagen, so wie ich das verstanden habe. Aber die Investoren sind sehr, sehr schüchtern gewesen, als es darum ging, da den Plänen Geld auch zuzugeben. Und man hat dann das Projekt jetzt leider endgültig eingestellt, weil nicht nur das Geld nicht wirklich wahrscheinlich geflossen ist, sondern die Flugzeuge werden teurer, weil sie wieder abheben. Also das heißt, die Commodity A380 ist vom Wert gestiegen, weil jetzt auch Flugzeuge, die geliefert werden sollen, nicht geliefert werden und man jetzt alles in die Luft bringen möchte, was man in die Luft bringt. Und ich sage es nochmal, und das ist das erste Mal in 2023, dass ich das sage, vielleicht bringt Lufthansa die 6 Stück, die sie an Airbus verkauft hat, auch wieder in die Luft und bezahlt die, macht dann irgendwie so ein Leasing von Airbus, ne? So quasi Highfly-mäßig. Naja, auf jeden Fall ist es ein interessantes Projekt gewesen und der Kollege ist auch happy, dass er diese Erfahrung machen durfte, aber er meint halt, sollte nicht sein. Wir warten ab, wenn die nächsten Krisen kommen, in Anführungsstrichen. Vielleicht gibt es dann einen 380er, der ein Hotel wird. An dieser Stelle gibt es natürlich auch wie immer eine Deal-Zone-Deal-Warnung, muss ich sagen, weil der Deal ist einfach zu gut, also kauft nicht zu viel. Und zwar von Kairo nach Nordamerika. Das ist ein alter klassischer Lufthansa A-Klasse-Deal, den ihr ja kennt. Heißt also, natürlich, dass die Deals alle relativ ausgedünnt sind, aber es gibt halt jetzt demnächst wieder Flüge weiter mit mehr First Class 340ern und 380ern und Lufthansa wird auch mutiger. Ist halt wichtig, dass da das zu beachten ist, dass man mindestens 3 Tage vor Ort bleiben muss. Aber wem fällt es schwer, in New York zu bleiben für 2,9, genau wie Boston. Washington übrigens auch mit 2.900 ungefähr. Miami 3.200, San Francisco 3.200 und natürlich auch Los Angeles, mein Traumziel, 3.200. Dann schauen wir uns doch mal an, wie das auf der Karte aussieht. Ich blende sie euch ein. Und dann seht ihr das ja auch. Kairo, Frankfurt, 5.860 Meilen sind es nach Los Angeles. So seid ihr 15.244 Meilen unterwegs. Ist doch eine ganz nette Geschichte. Und jetzt schauen wir uns natürlich auch an, was es an Meilen gibt. Der Meilen-Calculator hat mich hier natürlich verlassen. Deshalb blende ich euch die Zahlen ein und zeige euch quasi eine leere Seite, weil er mich verlassen hat. Dann gehe ich jetzt einmal aufs Notebook. Wir wollen das ja auch alles ordentlich machen. Heißt also, dass wir hier mal direkt schauen. Und zwar haben wir die Meilen dann hier. Und zwar Air China natürlich wieder mal der Champion mit 55.374, 42.018 bei den Freunden der Malta, bei der TAP und bei der Aegean, Copa, Skandinavien, Äthiopien und bei der Lufthansa Miles & More. Denkt dran, bei Miles & More sind noch 25% Executive Bonus drin. Allerdings nicht auf die 40.000, sondern natürlich auf die einfachen Werte. Leider so. Dann 30.000 hätte ich überschlagen. Bei der United 30.434. Avianca 29.524. Und dann 28.616 bei Singapore Airlines. Ach, ihr seht es einfach selber. Schlusslichter sind Air India mit 7.266 und 0 mit Orsiland. Brauche ich euch nichts mehr zu sagen. Ich mache jetzt einfach mal Schluss mit der Sendung heute. Klappt das Notebook zu.
danke euch, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV. Take off. Denkt dran, Kanal abonnieren, Glocke an, Like, kommentieren und Kanalmitgliedschaft. Bei Fragen, Sorgen, Ängsten und Nöten natürlich auch unten, entweder in der Kommentarspalte oder schreibt doch einfach eine WhatsApp-Nachricht, wie viele das tun. Und dann wird auch alles wieder gut. Morgen vielleicht live, vielleicht auch nicht. Es bleibt spannend. Ja, also, danke, dass ihr heute dabei wart und bis morgen. Also, ciao. Also, bis dann. Tschüss.